Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy. Wir sind momentan so ein bisschen am Ausloten. Das entscheidet dann vor der Folge immer nur so, eine Liste gucken. Da gibt's was für meine krasseste Waffe, da gibt's was für meine krasseste Waffe und wir waren für deine krasseste Waffe, aber eigentlich schon da und da. Ich bin der Einzige ohne krasse Waffe. Du hast einen Vita-Ring. Du bist eine krasse Waffe. Wow! Das ist ein Zauberhammer. Zwiebelhammer, Alter. Ja, es gibt halt, ohne Scheiß, also es gibt für Yuks, gibt's Only Yuks, gibt's ziemlich krasse Sachen an Schmuck, habe ich halt gelesen. Bis zu plus 5 nochmal auf Magic. Gibt's für keinen anderen. Geiler Stoff. Ja, an Schmuck gibt's Sachen, die sind schon, also für Selkies gibt's halt sehr krasse Time-Reduzierung auf Charge Attacks. Und da wir cool, dann könnte ich hier mal bei Schmieden rein. Wir sehen uns später. So, wir gehen alle und wer baut sich eine scheiß Armor? Der Typ, der sich durchlässig machen kann. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Was geht denn ab? Warte auf Verbindung. Definitiv habe ich gerade schon den Cut gemacht, als ich deine Diamond Armor beleidigt habe, Kevin. Glaub aber mal. Du bist doch eifersüchtig. Was ist da hinten los? Warte mal. Ist das ein Hund? Der ist locker. Viel. Ja, ein Hund mit Schnurrbart. Er redet mit dem Hund. Das ist meine Diadora. Siehst du nicht, dass ich mit meinem Hund rede? Warum hat der Hund eine Frisur wie ein Lilti? Tja. Guck mal, der hat so eine Assi-Palme auf dem Kopf. Hauptsache ich schlauere den Hund. Jetzt wisst ihr, warum die immer einen Helm tragen und wie die drunter aussehen. Na, Lilties tragen nicht immer einen Helm. Jungs tragen immer einen Helm. Hey, Digga! Was geht ab? Kielander Vulkan. Schön, dass er es gibt. Kielander! Ja, what? Okay, Kiel und Jill. Ja, hau rein, ist okay. Stimmt, Digga, ich hab mir einen Stein am Kopf geworfen. Ja, ja. Das ist jetzt der Nachlass. Vorher hatte er 500 gewollt, oder? Jo. Oder 600 oder 800. Ich meine, er hat 20% der Rest. Und wir haben, also in der Wüste gibt es ja auch noch so ein Ding. Aber diese Wüste. Wenn wir uns einmal merken, welchen scheiß Sandstrudel wir nehmen müssen, dann ist diese Wüste in drei Screens geklärt. Aber. Nee. Ja. Das wird zu langweilig. Ganz im Ernst, was willst du da, abgesehen von dem verfickten Element? Was willst du da? Das Sonnen. Sandbogen bauen? Mehr dieses Sonnenherz halt, aber sorry, mehr Armor und sonst irgendwas. Beziehungsweise, wir sind ja gar nicht so krass hinter irgendwelchen Rüstungen oder so. Wir wollen ja einfach alle nur die nächste Waffe und dann immer Boss in die Fresse hauen. Mehr ist das ja gar nicht. Ja, wir wollen ja irgendwann mal. Ja, klar, ihr den Boss auf die Fresse hauen, so wie gerade beim letzten Mal. Ja, wenn du mal deinen Job machen würdest. Du stehst ja da. Ich bin nicht da. Ich bin der Wind. Hat doch funktioniert. Ja, weil ich und er noch selber geheilt haben. Also. Das ist dieses, weißt du, Kevin steht da. Klick. Ich warte, bis der Boss müde wird. Hat funktioniert. Finishing blow. Boss klar, gut, machen wir. Ja. So. Das ist extrem lustig gewesen, ja? Wenn wir den in letzter Zeit schon mal gemacht hätten. Ich meine. Wie ja, man für uns ausgegeben, um zu sehen, dass der abgelaufen ist. Crazy shit. Let's go, man. Schaden zufügen. Gegenstände nicht aufheben. Keine physische Attacke benutzen. Keine Spezialattacken benutzen. Boah, ist klar, 400 Punkte instant, ne? Ich mach mich unsichtbar. kann ich jetzt noch Sachen ausrüsten? Zählt ein Zauber eigentlich als Spezialattacke? Nein. Within that fiery maze. Natürlich kann ich jetzt keine Sachen ausrüsten. Ja, das könnte ich euch sagen, alles geht. Ich möchte gerne wissen, was ihr da unter dem Berg gut koch. Dann also denk an mich, wenn du einen findest. Hey. Eisring, Blitzring. Unter dem Berg kochen. Hey. Die Mineralien bringen mir den guten Geschmack in den Stoff. Stimmt.
Gibt nichts Besseres als eine Lambaschleife. Stein gefüttert, ein bisschen Reifkarriere, aber ist okay. Sieht ja eigentlich so ganz nett aus am Ufer, ne? Nur auf dem Ufer. Boah, da kommt halben direkt Kiste am Anfang. Heißen Stein und das kauft schon. Kiste geraubt. Immer, wo sind die Flaschen mit den Fristen und LSD? Die Digga, die da stehen. Digga! Digga, hast du wirklich die Kiste geraubt? Steht da hinten. Das war die Scheiße für die Japsen. Und du rauchst das? Was stimmt mit dir nicht? Ma? Der raucht meine Scheiße. Here we go. Das ist ekelhaft. Seht ihr die Palmen? Palmen. Du hast ein Vitalin, ne? Nein. Da links ist Vitalin. Lass mich. Was musst du? Keine Spezialattacken machen, aber Kevin sagte. Aber Vita geht klar. Vita würde nicht zählen als. Nö. Das heißt, ich schlag einfach nur sinnlos drauf. Und machst auch zu mal Vita. Ja. Na, guck mal hier, da siehst du, da fangen Pflanzen an. Schaden zufügen! Das wird nett diese Runde! Außer. Warum bist du schon tot? Wer ist denn tot? Du hast mal gerade tot. Du hast dich tot? Ja, du hattest keine Herzen mehr. What? Weil er dem Gold hinterhergelaufen ist. Gott. Schaden zufügen! Und du schön den das A drücken. Du bist dabei! Du rennst doch weg. Du bist auf der Reichweite. Schiebt das Viech durch die ganze Map, Mann. Aber den Joystick ist schon cool. Er ist noch mit, Das Ding ist doch mal verdammt normal bei Platis, kann doch nicht sein. Ja. Peter. Was war noch an der Kombi für Gravitas? Rechts oben. Rechts oben. Die Kombi für Gravitas sind zwei Elementzauber. Feuer, Eis, Feuer, Blitz. Blitz, Eis. Alles scheiße gemacht. Was für Schaden! Ich dachte, ich bin sehr laut. Carsten, bleib stehen! Sorry. Wir können hier nur im Kreis. Mhm. Wir können nur nichts wieder raus. Warum laufen wir nicht im Kreis? Spielchen. Wir klicken da nicht drauf, wenn das über eine Stunde geht. Ich sag's dir. Warum gibt's hier eigentlich Feuerzauber? Warum? Weil du die Gegner damit heilst. Das ist. Ja. Das ist derbe obvious. Leute. Er hängt unten fest. Ihr rennt da und rennt da. Ich versuch... Ja, du rennst im Kreis! Nein, ich versuch gerade hinterher zu kommen. Irgendwas ist falsch bei dir, weißt du? Dieser Cage ist so fucking slow. Da rechts sehe ich schon, was ist hier unten mal gucken. Du bist der falsche Cage, du bekiffter Juk! Ach, guck mal. Schaden zufügen, hab ich gehört. Ja, okay. Das ist komische Augen.
Das ist schon von Boss, ja. Magma rein, hier! Scheiße, ich hab gar nicht probiert. Da! Heldenwaffe. Die gab's aber, es war wieder die Dings, ne? Und nochmal Mithril. Geil. Ja. Oh Gott, ja. Okay. Button Mashing und du siehst ganz unten in der Ecke, wie er nur so. Da bist dich! Und schon wieder rennt er. Ja gut, so auf Dauer, gerade. Hast du gerade. Komm hier nicht mehr auf die Tür. Gerade wenn man die Karten kennt, ist es auf Dauer mit dem Kelch. Immer behinderter, das ist halt. Ist mich gerade mit Eis heilen? Also, da könnte Käferpanzer geben. Ah, die sind ja auf Eis anfällig. Ja. Die sind auch auf Eis anfällig, wenn sie eine fucking Celebration bringen. Hast du sauber, alte Mann. Oh wow. Okay. Was mit der alten? Die war nur auf den Arm, Lady! Voll gut. Geslowt, also gestoppt mit dem Kelch im Boden. Das ist auch gut. Nee, Beta. Beta. Ah, steht da vorne, ist die ganze Zeit am Axten. Ah, ihr Weg. Jetzt rennt ihr mir aus der Reichweite. Was sagt die Karte? Haben wir rechts was oder haben wir rechts Sackgasse? Rechts wird mir hier ein Gang zu ne, da geht's weiter, aber da gibt's einen Sack, da ist eine Sackkasse wahrscheinlich, wir können da gleich oben rein. Und wir kriegen Gegnerbesuch. Sieh mit dem Scheiß, ist cool, ja. Okay, okay, aber ich bin geslowt. Wir sind alle geslowt. Weißt du, wir sind alle langsamer als ich. Progress und so. Was hast du da gefressen? Ich glaub, Fisch. Was? Nein, wirklich nicht ein Fisch. Wer weiß, wie lange ich den Garten hatte. So, immer schön. Feuerbrieben. Digga, Magma-Steine für alle. Nachdem wir hier rauskommen, einfach nur aus blanker Langeweile, komplette Anti-Feuer aus. Ach, da geht's so. Wo wir Höhle auf Schissen geholt. War nicht doof. Okay, lass rein. Ja. Geh davon aus. Memories geht dann gerade. Tschüss! Hatten wir den jetzt schon? Ja! Das Ding ist so obvious. Wie die restlichen Stempel, ja. Aus Karten wohl zu dumm dafür waren. Ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, wo die Muckelhülle in Moshed Manor ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, wo die Muckelhülle in Tiga ist. So, auf den obvious Maps so am Anfang. Ja, okay. In Beonu haben wir es auf jeden Fall. In Nadia, glaube ich, gefunden. Da, ich nehme diese Möhre auch mit, wenn ich da das Pumpe nicht einsam. Ja, wer hat jetzt die Karte? Schaut mal uns dann nach. Ich. Okay. Ich hab das komische Gegner da. Das ist auch gut. Ich hab. Also Lars und ich haben entweder Monster oder Karten, das kann nicht. Ich hab Monsterkarte. Ich hatte gerade X drauf. Okay, dann muss ich. Echt jetzt? Wow. Ja, das war nur ein Platz. Ist aber der Weg, ein anderer Zugang zu den Sperren. Dann runter. Oder ist da. Das ist der selbe Weg, ein anderer Weg zu den Sperren. Dann noch mehr. Ja, jetzt geh mir bitte mal raus. Bin ich nicht sicher? Ja! Was da ist. Die Kamera ist weg. Was
ist eins. Komm schon! Ja, das mit den Wasserkrügen da ist halt jedes Mal. Welche Grenze? Zone oder was? Ja. Wenn nicht? Wenn nicht. Und links? Kannst du jetzt im Kreis wieder zurückgehen. Da links? Hier gibt's keinen anderen Weg. Da links? Grenze. Vor. Ja, es geht genau weiter. Okay, dann gehen wir aber zumindest über das Ding, was wir da gerade hochgepusht haben. Mhm. Boah, das ist knapp. Ja. Nee, du rennst einfach wieder blind ins Miasma. Nein, ich renn nicht. Also zumindest wollte ich darum, ich meine, wir kriegen es mit dem Kelch, wenn wir das scheiß Ding in Truppe schleppen, kriegen wir es eh nie hin, die ganzen Schwerter von dem Typen da weg zu boxen. Also drauf geschissen, aber dann lass uns wenigstens hier. Ja, kommen wir in diese große, stimmt, da können wir in dieses große Areal. Ne? Ja. Wie sehen war es dann schon mit dem Ding? Einfach Gegner, Box, kloppen. Ah, gib mir das! Rennt vor, gönnt euch den Bastard! Snack den weg! Oh, jetzt kommt ein bisschen zu durch, weil ich diesen Küche. Was ist denn dafür eine Feder? Boah, wow, nicht mehr. Blödes Quarz, dies. Hey, passt Eis. Das ist doch für dich hier. Passt Eis. Yeah. Das ist zu abzählen, klappt. So. Und jetzt kommt wieder die Scheiße. Okay, zumindest ein paar Ogre-Zähne sind immer gut. Ich hätte das ja noch nicht. Level 3 Kilandra-Vulkan haben. Wir mussten schon Level 3 Kilandra-Vulkan haben. Erklär doch keinen Scheiß. Wie sollte Lars ansonsten an seine Celestial Weapon-Skizze gekommen sein? Ja. Auf jeden Fall hat mir die hier. Den Tod. Es ist ja ganz nice, dass wir jetzt sogar trotz Tod einfach... Engel, fast schon, der Rest der Gruppe wird nicht geraden. Und auf jeden Fall gab es die Celestial Weapon für Lars hier. Der Kielander Markt ist ganz einfach übelste Lilti-Farmstelle. Dragon's Fang hier, dieses Bloody Eye, also das blutige Auge. Und hier hast du vorhin beim Schmied gesehen, das heißt auf Deutsch blutiges Auge. So, ja, also Red Eye ist halt nichts. Aber ja. Ich meine, das Drachenzahn gab es. Eis. Ah ja, richtig, die Dragon's. Mit Dragon's Fang gab es ein Dings. Das hat doch getroffen! Ja. Borski! Ich glaube, hier war noch Kante. Links noch Gegner gewesen. Ja, wir müssen eh alles abgrasen. Was hier rechts? Zonengrenze oder was? Zonengrenze, wenn wir oben. Hier, Uwe, ey. Kannst du den Uwe, also ich kann den Uwe überwachen mit meiner Special. Oh. Lass drückt den einfach durch die Gegend. Lass das Viech mal runterziehen, das da ist. Einfach. Oh. Ja, ich sehe mal, dank dem Mikrofon sehe ich mein Helm anzeigen. So. Oh, ja. Fuck. Wow. Der Roder macht echt noch Damage. Diamantpanzer, ja du! Okay! Und ich wollte dich auch aufnehmen.
Moment, Philo, du hast eine Diamantpanzerskizze. Ja, ich hab sie. Danke. Wolltest du auch eine? Ja, bitte! Das heißt, wir brauchen 5 Orik. Wir brauchen Eorik, weil wir eine Maske haben. Er braucht 2, ich brauch einen und Timo braucht 2. Es passt alles. Das ist noch nicht die beste Woche, vielleicht. Mhm. Ja, beste Woche braucht 2. Aber war das hier, wo du mir Engel noch gegeben hattest? Ne, das war das Level da vorne. Eis. Ihr solltet da weggehen! Slowed, shot. Halb tot. Dieser Ogre! Pass mal auf! Fett, du Bastard! Kann ich auch! So, mit ein paar Monsterhorden, ich muss sagen, oh, wären wir früher nicht so trotzdem sie da nicht geworden. Ja, yeah, erstmal einzeln drücken. Da! Get knockback! Bonze! Was da? Okay, sorry, das ist. Ja, lol, ich weiß nicht, wie ich hab. Gib mir Geld, Bastard! Was zum? Oh, ist der ganze Folge gelitscht, gesprungen? Ja. Da kommt der nächste. Gott, damn. Da hast du auch schon jemand verzahnt, ne? Ja. Das heißt, wir sind versorgt. So, wenn Tilo mir die Skizze drüber schmeißt. Shit, 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 shit! Wollt du mich? Okay, Sie muss durch. Der kann teilweise Schaden machen. Ja. Das finde ich echt witzig, weil die Ogre in den Katoringis mienen, ne? Waren ja auch Stufe 3, aber die waren nicht so brutal. Bin ich wieder tanky. Ja, ist zu. Ja, orientiere mich nach der Gegnerkarte an Lars. Kisten sehe ich bei mir nämlich ein wenig. Doch, ich sehe sie auch mal ein. Falscher Score. Ich hoffe halt, wir kriegen so langsam, aber sicher irgendwann unser Shit. Klar, unser Blödsinn. Also unser Content besteht eh aus Farming und gleich warten meistens Leute eh auf. Aufs Ende, weil es nicht jemand gesehen hat. Ich hab 3 Leute casten Vita und ich sterbe in der Mitte dieses Dreiecks. Was ist denn eigentlich das für eine KD-Rate, die wir gerade aufweisen? Caster heißt. Kann nicht sein, dass hier 4 Leute, 3 Leute Vita casten. Wow, gar nichts fallen lassen ist auch echt scheiße, ne? Der hier hinterlässt einen Diamantpanzer. Brauch ich dir ja gar keine Idee, kann ich mal verkaufen. Für, okay, die machst du alles. Der schwächer ist. Hast Blitz. Hast Blitz. Hinter. Das hier. Hier mal Panzer.
Jemand Platte wäre natürlich auch gut, ne? Schellerpaar? Landerstein! Da haben wir eh schon gehabt, ne? Da hast du Blitz. Noch 124. Noch maximal? Oh. 210 maximal. Krass, das geht's. Damn! Und wir bald einfach deine Jacke. Krass, will. Was ist mit deinem Bingo los gewesen? Ich weiß auch nicht. Halt mal ruhig. Wahrscheinlich sind über die Pause, die wir hatten, Kontakte so ein bisschen vergrillt. Ich hab gar nicht. Was ist denn der Geheimplatz? Oh! Gut! Selten! Fucking selten! Nicht für Legendary. Also ich hab eine, aber brauchst für Legendary Weapon. Hast du Blitz? Hast du Blitz? Hast du Eis? Ah! Jetzt doch! Wow! Lars, pass auf, ne? Das sind alle slow. Wir haben so hier Eis für den Bastard. Okay, Kaste. Ah, fuck, Kaste Vita. Du castest Englisch, Kaste Vita. Du castest Englisch, Kaste Vita. Du sagst Party, ich sag Party. Dude! Fuck that shit! What? Hier, du bist der Einzige, der noch lebt. Hat mich gerade die ganze Zeit einfach nur weggestunt. Der Ogre. Alter, ich bin slow! Don't want to! Don't want to! Oh, zum Glück sind die nicht. Ha! Oh! Wir sollten da strategischer dran gehen. Hast du überhaupt noch eine... Er hat noch viel in der letzten eingesammelt. Könnt ihr mal auf meinen Shit da oben achten? Steh sicher. Oh, ist Mugi. Oh, hat Spaß. Okay, könnt ihr euch bitte alle in diese Phoenix wieder stellen? Kollektiver Revive! Herzengel Raz für Arme. Direkt mal ein Hotel kommen. Das war knapp. Ah ja. Knapper wäre es gewesen, wenn wir das alleine schaffen müssen. Ja. Hatten wir so eine Geschichte schon mal? Ja. Tina. Kabel doof.
Weiter. Paladin on the charge, komm schon! Okay. Was ist das? Da hast du den Engel was tun. Rechts ist noch ein Gegner, Jari. Ich rüste das Engel mal eben raus. Ja, mach. Ich sehe auch keine Kisten mehr. Wieso kommen wir nicht weiter? Was ist das? Ein Quarz. Quarz kann man. Warum rennst du komplett durch? Das ist scheiße, komm schon! Solltest du vorrennen, wenn dein scheiß Gameboy so zicken macht? Ja. Legendärwaffe? Ich jetzt. Fick dich, Ora. Fick dich, Ora. Shit, Alter. Ja, Tillo, ich lass die gleich mal fallen, ne? Ja, danke. Ja, runter sind noch drei. Hauptsache, ich krieg schnell meinen Blödsinn. Oh, ja, ohne Scheiß. Da hast du Legendärwaffe. Rausgeschmissen? Ja, fliegt hinter Kevin. Er beschützt sie mit seinem durchlässigen Körper. Nein, ja, ich bin eingefroren und gestartet. Die hier. Ja, Oh, schon da. Oh, Engel. Ja, ich hab extra noch ordentlich gezielt. Komm nicht. Engel. Ja. Das ist ortslos. Ja, und was genau? Ich weiß auch nicht warum. Ich halte das so und mach nur so. Und das Ding verliert. Hat der aber vorhin auch gemacht. Ich musste nachdrücken. Ja, hab ich schon. Meiner ist jetzt stabil, aber wir haben es halt echt eine Zeit lang liegen lassen. Also ich glaube, sollte mir mal etwas bei Amazon so ein Kontaktspray, so ein Pflegespray, Antioxidantien-Scheiß. Sollte ich mir mal gönnen, wenn ihr altes Zeug kaputt schon. Au! Der läuft vor dem Vita davon. Ich stelle das richtig doof an, also. Wahnsinn. Aber kriegen dafür richtig keinen guten Sensor. So. Brauchtest du jetzt noch die? Nee, die Platte hattest du, ne? Welche Platte? Die Diamantenplatte. Nein, hatte ich nicht. Links und dann können wir hoch zum Boss. Also du meinst die Diamantrüstung? Die Diamantpanzer meinte ich. Ja. Ein Panzer habe ich jetzt einen, ja. Die Diamantschild wäre jetzt schon schön. Ey, links, hopp! Wer schläft hier? Sammeln es hier auch echt nicht. Also bei den Gegnerorden und bei den guten Boni, die wir jetzt hatten, ist es nicht schwierig gewesen. Ich habe ein paar alte Sachen. Nicht mal just for fun. Da haben wir aber wieder nur Deko. Das Coole ist ja, das Lustige ist ja, der. Die Waffen von den Nukes, die haben ja nicht mal plus auf Magie oder so. Also. Zwiebelhammer. Das ist einfach nur mit Pfeifen ist dann. Da denke ich mir aber bei der Falterkeule, die ich habe, auch an. Damit macht der Volk was ganz anderes. Also die einzigen Leute mit coolen Waffen sind Lars und ich. Meinst du, wenn mein Volk sich auf offener Straße verkauft und anbietet? Ja. Und selbst die Geschwister damit ziehen? Oh boy. Gerade mal, warum sie keine Waffen dabei hatten. Die hatten sie dabei, du hast sie nur nicht gesehen.
Solche, um genau zu sein. Leitschiff! Hatz! Bei dem ist aber auch einfach nur Dreschen angesagt. Ja. Ich denke mal wieder. So, und der ist dumm. Du musst einfach jetzt Bisschen. Und überlässt das mir, ja? Bin ich hier der Ersatzcaster mit meinem bisschen Magie? Und ich brauche sein Auge. Lars jumpt da jetzt mal rein. Gib mir dein Auge, ich brauch das unbedingt. Du hast mich alles in meinem Leben. Das ist gar nicht doch. Oh. Das heißt, er mag kein Eis. Hier alles hier. Und du halt kriegst, ich hab die Gegnerkarte. Na dann, was? Ja, scheint mir auch voll. Ja, schau mal. Sagst du still? Sobald die dich hier haben, ist doch gut. Peter! Dann renn doch nicht mehr, das ist ja geil. Ich hab so einen roten Snack. Du hast einfach Angst und war alleine und vertraut. Du standst neben mir und ich hab Peter gemacht. Erstmal bist du rumgejammert, es war dunkel, es war alleine, ich hatte Angst, es war kalt, es war alles scheiße. Ihr seid alle. Bleib da vorne stehen! Scheiße, der Mann versucht es zu blocken. Komm schon! Prepare for my ultimate attack, bitch! Ich hab das Fika hingekriegt, aber ich bin tot. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh, komm einfach. Ich hab noch einen Felix-Fehler gehabt. Nie wieder. Dingel. Was? Ja, lebst du dauernd. Wenn einfach die ganzen Dinger mittlerweile scheiß auf Strategy sind, sondern alle nur so Output, Output, Output. Also wir schicken fast deiner Familie dann den Beileidsbekundungen. Schick dir ein paar Fische. Ja, Beileidsbekundungen 5 Stück vorweg und jetzt gleich der Kupo. Ich bring jetzt eure normale Post rüber, ja? Passt so. Hi Mom, bin tot. PS, Phoenix-Feder. Hi Mom, bin tot. PS, Phoenix-Feder. Hi Mom, bin tot. PS, Phoenix-Feder. Nee, beim 5. Brief hieß es dann, Hi Mom, bin tot. PS, Engel. Genau, Caster hatte Engel. Caster hatte Engel. Caster war tot. Hatte selbst Phoenix-Feder. Please send Phoenix-Feder. Oh. Stimmt, ich hab ganz flott mehr. Was? Ja, ich hab nur einen frei, trotz Engel. Geschweige kann ich jetzt Sanitas mit reinhauen. Brauchst du ja genug Ringe, Finger für die Ringe. Und den Schmuck für den Sack. War jetzt eine Vorlage, hat lange gedauert. Wenn du gut bist, kannst du an jedes Ei ein so drin klemmen. Post! Fotze! Wieso? Prinz Albert mal neu. So ein schön Vita-Ring. Mutter! Was? Mutter! Als du auf die Welt
kamst. Ich hab endlich mal was vom Vater von mir. Als du auf die Welt kamst, war ich wirklich besorgt um deine Gesundheit. Du warst so klein und schwach, fick dich. Hast kaum was gegessen, aber die Sorgen waren wohl nötig. Das Sammeln und Klingelkirsche herausholen. Meine Mutter, nicht wahr? Ich hab ja nicht, auch nicht sonst ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Meine Weisheit kannst du mir nur wirklich nicht nachahmen. Meine, Rosenblüte? Was? Rosenblüte? Rosenblüte? The shit? Alter, was soll ich denn darauf antworten? Normal oder? Danke. Du warst als Kind so klein und schwach. Normal. Danke. Ich glaube, meinen Brief solltest du kennen. Ich glaube, die haben sich abgesprochen. Unsere Väter. Jeden Abend, wenn die Familie am Esstisch sitzt, schaue ich auf deinen leeren Platz und bin in Tränen nach. Ich meine, auch wenn wir nun getrennt zu Abend speisen, so sind unsere Herzen immer bei dir. Ich hatte 14K. Du hast ja aber so eine. Du hast dir einen fucking Diamantpanzer gebaut, du Bonze! Ich habe einen Panzer gebaut, stimmt. Okay. Dach von mir. Redcaps Vater ist vom Dach gefallen und hat sie verletzt. Der ist ein fucking Fischer, was macht der auf dem Dach? Schießt geile Waffen! Unterwegs. Ist so, mach mal. Schickt geile Waffen! Nee, ich hab meiner Familie jetzt einen Fisch geschickt. Wir sollten mal gucken, was wir mit einem Rotkäppchen haben. Diese Fleisch. Muss ja was Juke-Exklusives sein. Also, kann es keine Waffe sein, kann keine Rüstung sein, Rosenblüte. Ja, muss ja dann für ein Accessoire sein. Geil. Weil du hast keine. Es gibt keine Special Weapon für Jukes. Geil! Ich kann mir einen Teamschmuck machen mit Rosenduft. Oh Gott. Oh wow. Mein Gott. So, komm, gib mir was Feines. Ich brauche Orikalkum. Ich brauche Orikalkum. Ich brauche Orikalkum und ich brauche ein Blutauge und ich brauche. Really? Immer. Weißt du, keine Attacken. Ich müsste eigentlich full max. Weißt du, ich hab mehr und ich hatte, Oh nein, jetzt ist dein nicht. Ich hab gewusst, dass es passiert! Ich hab gewusst, dass es passiert! Also Herstellungsskizze für die nächste Waffe der Lilith. Für die mächtigste. Ja, für die mächtigste. Wir brauchen einen neuen Lilith. Wir brauchen einen neuen Lilith! Ab jetzt Casting offen für einen neuen Lilith. Ersatzmann für, irgendwann mal einer stirbt. Vor allem. Das kann es jetzt nicht sein, Alter. Teddy. Ehrlich gesagt, was machen wir jetzt mit der Skizze? Ja. Kann keiner von uns gebrauchen. Kann keiner gebrauchen. Ist Müll. Man kann sagen, entweder, ganz im Ernst, wenn ich sie jetzt mitnehme. Verkaufen. Aber die Dinger bringen kein Geld. Nee. Wenn ich sie jetzt mitnehme, dann wäre es etwas wirklich für, wenn irgendwann mal einer in, keine Ahnung, nochmal 100 Folgen Bock hat. Bankcharakter. Dann wird es in den Bankcharakter gehen und dann haben wir nicht das Material dafür. Na. Es macht keinen Sinn, die zu nehmen. Nein, es ergibt keinen Sinn. Such dir was anderes Schönes aus. Ja, sorry. Ich nehme Defense. Dann bin ich wenigstens wieder einen Defense-Punkt über Kevin. Jetzt habe ich 62 Def. Oh, das hatte ich noch nicht. Oh. Was? Ich hab mal. Stärke. Oder Magie 3. Magie. Definitiv Magie. Weil Magie ist bei mir bei 23. Also, verpiss dich, brauchst du nicht. Guck mal. Du kannst ehrlich momentan, denke ich schon. Ich habe fast gedacht, Kevin kann nichts anderes nehmen, außer der Skizze. Das wäre wieder der Klassiker gewesen. Warte, wir wollen Westufer. Ludana. Erstens heißt das Luda und zweitens will da niemand hin. Niemand will zum Luda. Erstmal schmerzlos nach. Physische Schmerzen. In Kopf, in Sack, in überall. Und verfickt nochmal kein Orikalkum, das ist Bullshit! Ich hab. Was hab ich dir von Anfang an gesagt? Mit nochmal Götterwaffe für Lars. Toll! Obwohl wir haben aber. Also die Skizzen für Legendary Weapon waren geil. Wir haben viele Geheimarznei bekommen, die wir für selbige brauchen. Das war geil. Das heißt,
Edelstein kriegen wir sowieso überall her. Und ja, wow, Boricalco. Wir haben, gut, wir haben aber auch entsprechend die Diamantrüstung. Ja, zwei Stück. Also die Skizzen für Rüstung und Legendary Weapon vorhin waren schon sehr gut. Plus das Material, was halt dabei war. Ging schon hart steil. Was muss ich tun, um dieses scheiß Auge zu bekommen? Genau dasselbe wie gerade. Nur nochmal und nochmal und nochmal. Wir haben so viele fucking Punkte gemacht, dass wir... Wo ist der Mount Kielander? Ja. Sagen, also Maximalpunktzahl bei Kielander Vulkan sind 214. Wir hatten hier gerade, was, locker 400. Und hatten sogar quasi vergleichsweise Schwein, weil wir haben auch Set 8 bekommen wegen der Celestial Weapon. Nur toll, das Red Eye gibt's aus Set 7. Und in Set 7 wäre sogar nochmal Legendary Weapon gewesen. Also da hätten wir echt alle versorgt gehabt. The shit. Ja. So. Ihr könnt aber gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Wir farmen weiter Orikalkum oder sonst irgendwas und bis denn. Ihr kennt das ja mittlerweile. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ansonsten zum Gejustions in die Kommentare. Ja? So? Hört auf mit der Scheiße, Farm, mach mal das. Klar, aber ihr müsst hin.